Hallo, in der heutigen Folge machen wir sogar zwei Sachen. Einmal Semmelknödel und einmal Kasperlsknödel. Schauen wir gleich zu den Zutaten. So, hier seht ihr alles, was wir für die Semmelknödel brauchen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wieder am Ende des Videos. So, wir brauchen ein Knödelbrot, man kann auch altgebackene Semmel verwenden, Milch, frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer, Salz, ein Öl, einen gemahlenen Kümmel, Petersilie, Eier, Zwiebeln, ein griffiges Mehl und für die Kasperlsknödel habe ich dann allerlei Käse hergerichtet, alles was der Kühlschrank hergab. Was ich noch vorbereitet habe, ist ein Topf mit gut gesalzenem Wasser drinnen, das ist dann für die Semmelknödel und eine Pfanne, da werden wir die Zwiebeln anrösten und später nehmen wir die gleiche Pfanne gleich her für die Kasperlsknödel. Starten wir! Als erstes werden wir unsere zwei Zwiebeln schälen, ganz fein schneiden und in Öl etwas anrösten. So, das sieht gut aus. Das lassen wir jetzt etwas kühlen, solange unsere Röstzwiebeln ein bisschen auskühlen, werden wir die Eier aufschlagen und das mit Milch verquirlen und den Käse schneiden wir auch zusammen. So, und wie gesagt, ich habe einfach das hergenommen, was der Kühlschrank hergegeben hat. Da ist jetzt Parmesan dabei. Da habe ich ein Stück Bergkäse. Bergkäse ist immer gut. Schön intensiv im Geschmack. Und da habe ich noch ein Stück Gouda. Jetzt zur Masse, eigentlich super einfach. Wir haben hier unser Knödelbrot, wie gesagt, da kann man trockene Semmeln einfach zusammenschneiden und so die Reste verwerten. Da geben wir jetzt Salz drauf, einen gemahlenen Kümmel, einen Pfeffer, die gerösteten Zwiebeln. Da habe ich jetzt Petersilie. Die ist jetzt noch vom Balkonien. Habe ich im Sommer zusammengeschnitten und eingefroren. Und unsere Milch-Eier-Mischung. Jetzt werden wir die Masse gut vermischen. Die einzige Schwierigkeit bei den Knödeln ist, die richtige Menge an Flüssigkeit zu erwischen. Die Masse soll nicht zu weich sein, sonst zerfallen die Knödel beim Kochen, aber auch nicht zu hart, sonst werden sie nicht fluffig. Und nehmt bitte eine ausreichend große Schüssel, nicht so wie ich. So, jetzt lassen wir die Masse kurz stehen. Da können sich die Brotstücke schön ansaugen mit der Flüssigkeit und dann schauen wir nochmal, ob uns die Konsistenz passt. So, die Konsistenz passt soweit. Jetzt gebe ich noch etwas griffiges Mehl dazu. Thank you.
Und dann werde ich jetzt circa die Hälfte zu Knödel formen für Semmelknödel. Und zum Rest geben wir dann den Käse dazu und machen Kaspressknödel. Am einfachsten geht es, indem man sich etwas Wasser vorbereitet und sich die Hände befeuchtet und dann Knödel formt. So, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte der Masse verbraucht. Jetzt geben wir her und geben den Käse zur restlichen Masse. So, die runden Knödel kommen jetzt in ein gut kochendes Wasser. Das Wasser soll so richtig blubbern, weil wenn das Wasser nicht heiß genug ist, dann zerfallen die Knödel ganz leicht. Die Kaspressknödel werden wir in eine Pfanne ausbraten. Nach ca. 20 Minuten Kochzeit sind unsere Knödel fertig. Wir können sie rauswischen. So, jetzt werden wir ein Knödel gleich durchschneiden und schauen, wie fluffig sie sind. So, jetzt kommt der Fluffigkeitstest. Ihr seht, sie sind super fluffig, die sind perfekt als Begleiter zu Ragouts oder zum Gulasch oder zum Schweinsbraten. So, das war der erste Challenge. Schauen wir zu den Kaspressknödeln. Und jetzt noch die Kaspressknödel, da habe ich jetzt etwas Öl in eine Pfanne gegeben. Jetzt werden wir sie beidseitig schön goldbraun. Die Kaspressknödel sind fertig. Schaut mal, wie knusprig. Und wie gesagt, ihr könnt sie als Suppeneinlage verwenden oder, so wie ich hier, als Hauptgericht, zum Beispiel mit Salat und Schnittlauchsauce. Vielleicht habt ihr Lust bekommen auf fluffige Knödel oder knusprige Kaspressknödel.
Viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns bald. Tschüss.